So, hallo, Servus, grüß Gott. Hier ein Pferdchen, ein schönes. So sieht's aus, ganz herrlich, wunderbar gearbeitet. Ganz schön, war auch nicht teuer, 1,50 hat's gekostet. Mal ein fairer Kauf beim Verkauf nach den letzten Schocks mit irgendwie 900 € teuren gebrauchten Stühlen, wo ich mich frage, was hat das mit Verkauf zu tun? Naja, hin und wieder ein Schnäppchen dann dafür. Ne? Also, das ist ein ganz wundervolles Pferd. Und meine Frage diesbezüglich wäre, wenn das jetzt kein 1,50 € Pferd wäre, was es aber tatsächlich ist, sondern wenn das jetzt ein irgendwie mehrere zig Millionen bis in die Milliarden hinein wertvolles, ältestes, goldbearbeitetes Teil wäre, dürfte der Gerichtsvollzieher das dann beschlagnahmen, wenn die Schuldenlast aber nur 2.000 € beträgt? Eigentlich ja nicht. Oder wird das dann, wenn es ein echtes Pferdchen wäre und nicht ein 1,50 € Verkaufgegenstand? Ich meine, dürfte dann der Gerichtsvollzieher praktisch das Ding versteigern lassen und ja, was passiert mit dem ganzen Restgeld und so? Nee, ich bringe das jetzt nicht zum Schätzen. Also das Letzte, was ich will, ist, dass der mir das auf 50 Cent schätzt oder sowas. Das ist nicht so meine Sache. Und Finger weg. Also Sie können mir was in den Briefkasten schicken, auch was anderes als irgendwelche Briefbomben. Und zum Beispiel, um nochmal an die Fußballmannschaften zu appellieren, auch einen Berater-Beraterinnenvertrag. Ja, wie gesagt, ich bin gut trainiert, was das angeht, 36 Jahre lang. Sowohl als Spielerin, als auch am Feldrand, als auch im Publikum, als auch vor Fernseher dann. Mit viel Teamerfahrung als Sportlerin, sofern ich viel Mannschaftssport gemacht habe, also auch Handball und Tischtennis, nachdem Fußball nicht mehr ging ab der C-Jugend. Und also mein kleiner Hund, der Nepomuk und ich, wir freuen uns auf ein gutes Beratungsangebot und egal was wir tun, ob wir jetzt wetten oder irgendwas anderes machen, wir geben den ganzen Erlös in eine Sozialkasse. So, genau. So viel erstmal. Grüezi wohl, Servus, Grüß Gott, guten Tag und so weiter.